Hallo YouTube, heute zu einem neuen Tutorial bzw. einer Aktualisierung. Es ist ja für Minecraft 1.2 rausgekommen und alle Server sind jetzt down bzw. sind nicht up to grade. Jetzt habe ich gerade geguckt, ob Bucket aktuell ist. Wir können mal kurz drauf gehen. Hier und wir sehen es, hier ist für die 1.2.2 eigentlich müsste 1 hinten drin stehen, aber es funktioniert, es ist halt nur die Deflatment Build, das heißt viel geht noch nicht. Also es sind wahrscheinlich noch viele Bugs drin, das wird fast stündlich aktualisiert. Das war heute Morgen nämlich schon auf dem hier. Also hier sieht man den Verlauf, da auf einmal. Oh, da haben sie es falsch geschrieben, okay. Auf jeden Fall wird das wirklich jedes Mal aktualisiert. Jede Stunde kann man sich eigentlich mal das Neueste runterladen. Und es wird immer besser und leckfreier. Ja gut, wie erstellt man sich einen Server? Wir gehen auf den Link in der Beschreibung, beziehungsweise auf meiner Homepage. Drücken Development Build, beziehungsweise hier das obere. Und, super. Jetzt, okay, wir klicken auf das ganz linke, dann drücken wir Development Build. Wie gesagt, es hat noch sehr, sehr viele Bugs. Es wird auch wahrscheinlich noch nicht so viele Plugins geben, aber man kann auf 1.2 spielen, das ist schon mal wesentlich gut. Jetzt warten wir kurz, wir gehen schon mal in den Ordner, warten noch einige Sekunden, erstellen jetzt schon mal ein Textdokument, das nennen wir bat.neues Textdokument, ja, das ist okay. So, dann drücken wir schon mal Rechtsklick, dass wir es nachher bearbeiten können. Schieben die hier rein, machen von mir aus nur Graph Bucket rein, gehen dann nochmal auf Bucket, gehen dann auf die Homepage, also ne, warte mal, das weg, also auf bucket.org, nur ganz normal, dann gehen wir auf Get Graph Bucket und sehen hier die Codes, so, für Java 7 ist der hier unten der Code, beziehungsweise hier nochmal eine Abkürzung, und für ja, ganz normales Java, also Java 6 und die Betriebssysteme 32 Bit und 64 Bit nehmen den Code, nur bei 64 Bit muss was umgeändert werden, das zeige ich euch gleich. Wir fügen das erstmal ein und dann muss hier noch so ein, wie heißt denn das? Also halt Klammer auf x 86 Klammer zu. Das ist für die 64-Bit-Betriebssysteme wichtig. Jetzt klicken wir auf einfach mal auf Start. Dann öffnet sich hier die Konsole. Das braucht jetzt ein bisschen, bis es geladen hat. Jo, dann sehen wir auch hier schon. Ups. Ja gut, das macht gerade die Welt. Dann gehe ich mal hier so hoch. Hier steht das. This server is running Craft Bucket Version. MC 1.2.2, also ist für die 1.2.2. Na, was ist neu? Das hier, ja gut, das erstellt erstmal. Es gibt jetzt halt, wie gesagt, den Wald dazu. In den Properties ist eigentlich nichts neu. Die kann ich nochmal kurz erklären. Hier ist das Motto, das steht dann in Minecraft, zum Beispiel Hendrikator. Ah doch, hier ist was Neues, sehe ich gerade. Die maximale Bildhöhe kann man jetzt hier verändern, das ist auch gut. View-Distanz, wie weit man sehen kann, würde ich auf 10 lassen. Generating-Strukturs, weiß ich noch nicht, was es ist. Spawn-Monster, das Monster-Spawn. Maximal-Player, wie viel, ja, wie viele drauf können. Der Game-Mode, was mal reinkommt, 0 ist Survival, 1 ist Creative-Mode. Wie schwer die Monster sein sollen, also 3 ist glaube ich Hardcore, PvP, also Player vs. Player, ob das online sein, ob auch gecrackte Versionen drauf können, ob Tiere spawnen, ob die Whitelist online sein soll, hier ob NPCs spawnen sollen, also die Menschen, das ist jetzt auch neu. Ja, wie gesagt, die maximale Bildhöhe würde ich aber so lassen, weil sonst braucht es mehr RAM. Server-IP braucht man eigentlich nicht eingeben, die lasse ich immer frei, außer man will nur, dass er auf thegamefront.de connecten können und nicht auf warpcraft.de, in meinem Fall. Level-Seed ist, zum Beispiel, wenn ich jetzt Hallo schreibe, dann generiert es immer die gleiche Welt. Enable-Aircon, also so eine Kommandozentrale von weit, weit weg, das braucht man eigentlich auch nicht. Level-Typ, Default, hier könnte man auch Flat eingeben, dann ist alles flach. Dann hier den Server-Port,
Das ist der Standardport, der 25565. Dann, ob Fliegen erlaubt ist, ob. Das weiß ich gar nicht. Also, Query kann ich mir jetzt von TS überlegen, dass da so halt. So nochmal sich nicht wirkliche Spieler einloggen. Also, so ein Bot gesagt. Der Levelname, zum Beispiel, wie die Welt jetzt heißen soll, und ob der Nether erlaubt sein soll. Also, die Hölle. Gut, jetzt hat sich hier alles erstellt. Server läuft. Wenn das dann kommt, läuft alles. Ja, was können wir machen? Hier die Whitelist. Die Whitelist ist für spezifische User zum Beispiel. Möchte ich nur, dass Gnu und ich drauf können, schreibe ich unsere Namen da rein. Dann könnt ihr drauf. Der Serverlog, das ist halt ein Log, was passiert ist. Da ist halt nochmal alles drin. Dann die Permissions. Habe ich mich bis jetzt nicht mit befasst. Kann ich also euch nichts sagen. Dann OPs, also die obersten Admins, kann man sagen. Da schreibt man auch einfach einen Namen rein. Dann kann man alle Konsolenbefehle machen, wenn man keine Plugins drin hat. Dann eine Help. Dann steht hier aber sowas drin. Da kann man dann Befehle irgendwie eingeben, so wie ich das sehe. Dann craftbucket.ja, ist klar. Die bucket.jml, da kann man auch nochmal ein bisschen was umstellen. Zum Beispiel Auto-Update, dass dieses. Wo ist es denn? Hier, Bucket-Auto-Updater. Das ist dann halt automatisch Craft-Bucket aktualisiert. Habe ich mich auch nicht so befasst. Da muss ich mal gucken, wie das richtig funktioniert. Kann man aber eigentlich drin lassen. Hier kann man, also wenn man es nicht möchte, dass es sich aktualisiert, machen halt hier ein False. Although End, dass der. Ja, der End halt erlaubt ist, also die. Ja, der Ende der Welt. Ob es Overload geben soll, bei vielen steht dann immer, Server ist überladen oder was weiß ich. Permissions File weiß ich jetzt nicht. Update Folder heißt Updates, also da kommen dann die Updates rein, wenn es eins existiert. Ping, Package Limit, also wie viel mit Ping drauf kann, sonst kickt es ein. User Access Login Location weiß ich auch nicht. Plugin Profiles weiß ich auch nicht. Ticks per Animal Spawns, also alle 400 Sekunden spawnt ein Animal und jede Sekunde spawnt ein Zombie, wenn es geht. So kann man das, glaube ich, deuten. Ticks per, also ich weiß jetzt nicht, ob es Sekunden sind oder nur richtige Ticks. Dann hier eine Datenbank, die kann man sich dann noch einrichten. Kann ich jetzt aber nichts dazu sagen, was das jetzt macht. So, dann haben wir noch eine Bannliste, Playerliste für nur die Namen. Dann hier die IP-Bands, die kann man auch mit dem Konsolenbefehl oder im Ingame-Bann-IP, gibt man die IP von dem User ein. Und halt Bann, einfach nur Bann und dann den Namen hinschreiben. Hier ist dann die Welt vom The End, dann The Nether, die ganz normale Welt und halt der Plugin-Ordner, wo noch nichts drin ist. Gut, ja, das war's eigentlich schon. Die Download-Links sind dann erstmal in der Beschreibung, wahrscheinlich, weil ich die Homepage nochmal neu machen muss, weil ich meinen Server geschrottet habe und ich habe jetzt nur ein Backup geladen, da funktioniert vieles nicht, deswegen mache ich den nochmal neu. Ich denke aber, ich kriege das, bevor ich das hochlade, hin und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr zuschaut und bis dann.